Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Wir sind hier am Maisernten beim Schweinebauern. Oder bei den Schweinebauern. Und ja, der Otto ist aus den letzten Ecken gekrochen und ist auch hier. Der Otto hat es geschafft, er ist hier. Mit dabei, in der Kolonne. Ja. Klappt das, Otto? Ja, stör mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Ja, du musst dem Klaus immer in die Augen schauen. Dann klappt ja, das. Ich hab so zum Konzentrieren, da habe ich immer die Zunge so draußen, ne? Da geht das gut. Also, da beißt er nicht drauf, ne? Nee. Wie viel hast du schon drin? Drin habe ich gar keinen. Wie viel Prozent? 70. Ja, 71. Das 72. Das ist ja noch 73. Dann ist ja noch ein bisschen. 70, 75. Also. 76. Ah ja. Ja, weiter. Die anderen Zahlen kenne ich nicht. Achso, bis 77 dann ist Schluss. Ja, ja, 1, 2, viele. Weil der kann ja nicht zählen. Achso. Ah ja. So ein Ding ist das. Alles klar. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie das dann mit dir wird. Aber ich fahr mal nach, ich komme mal nach. Jawohl, zählen. 1, 2, 3, 5, 12. Passt. Ist gut, passt. Das wäre doch was, unser, das wäre ein neuer Finanzminister oder so, oder? Ja, können wir mal vorstellen, wie mein Rat, ja. Er hat ja eh so wenig zu tun auf seinem Schafhof da hinten, dann können wir mal gucken, ob wir eine Aufgabe finden für ihn. Finanzministerium unserer neuen Gemeinde hier. Soll die Kasse übernehmen? Ja. Dafür ja, jetzt hab ich erst nichts mehr rein hier. Ich will lieber Feuerwehrmann werden. Die essen Bratwurst und trinken Bier, das gefällt mir. Ja, dann werden wir alle Feuerwehr. Also, ich weiß nicht, ob du noch Bier dazu brauchst, dass das gut geht. Ich weiß nicht. Was eine gute Idee ist. Das denn jetzt reinkippen? Hier hinter mir rechte Spur vorbei und dann vorne links. Ne? Na, komm mal hier rum. Du musst ihm einen Wegeplan aufzeichnen. Dann fährst du jetzt rechts an mir dran vorbei und durch vorne diesen Kanal hier, ja. Direkt hier dann Ansatz abladen oder hinten erst? Hinten links. Jawohl. Hier vorne, vor mir, dann ja, hingibt ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kommt das Ding da auch wieder raus? Jetzt nicht mehr. Okay, komm. Gib mal einen Gas. Sieht wieder ein Schweinen aus. Habt ihr noch viele? Oder wieder viele? Knappe 100 Stück haben wir jetzt. Okay. Hast ja gut weggeholt. Naja, ab wann verkauft er wieder? 150 oder was war's, ne? Ja, dass wir nicht so viel haben wie das letzte Mal, ne? Weil sonst fährst du wieder ja. Naja, dann will er die 100 umbrennen. Und die Preise fallen ja dann auch, wenn ich zu viel auf einmal, ist auch scheiße. Also bei 150, 160 sagen wir es dir wieder. Ja. Dann bringst du gleich so einen Schwung weg, wieder so. Ja. 3, 4 Hänger oder was, oder ja, immer. Ja. Und dann genau. Das ist das Beste. Das ist auch am Schlachthof verdienst, kriegst du das meiste Geld. Wenn du einen Schlag so viel bringst, dann geht irgendwie den Preis runter. Ja. Oh, jetzt habe ich hier Mais kaputt gefahren. Oh. So drei Dinger so. Oh. Jetzt verdienst weg für heute. Die Verdienst gibt das auch, ja. Ja, ich meine aber auf jeden Fall. Aber wenn du was kaputt fährst, natürlich nicht mehr. So, ich dachte, ich krieg Geld. Ich hätte 80% jetzt. Ah, du bist da, okay. So denken ist bei mir manchmal ein bisschen langsam, ne? Ja, das kann so passieren, ja. Warum hast du denn Fernlicht an? Dann hab ich das.
an, habe ich. Ja, weil er die Brille nicht auf hat, sonst hätte er Nachsicht. Es blendet im Spiegel, da siehst du nichts mehr. So, 95% hätte ich. Mich blendet das nicht. 97, 99, Unfall. Ich das blendet, dann musst du die Augen zumachen, dann blendet das. Ich habe ja schon Sonnenbrille, aber soll ich nochmal dann sehen? Augen zu. Sag mal, Blume, was gibt's Neues so, Gemeinderat? Kommt irgendwas? Gibt's irgendwas? Ja, Feuerwehr soll kommen. Mit Polizeistation vielleicht, mal gucken, was sie da alles vorhaben. Aber wie gesagt, das hat der neue Bürgermeister verkündet und ja, unser Juppie ist ja jetzt neuer Polizeichef, oder was ich da gehört habe. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Aber der neue, der scheint ein ganz schön strenger Vogel zu sein. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Der Bürgermeister, ja, der. Ach, der sich geschwollen geredet hat. Ja, genau. Also der ist nicht ganz geheuer. Und hier mit LKW fahren und so viel auf einen Schlag. Irgendwie habe ich hier keinen. Da ist schon, okay. Reinigt meine Synchro etwas. So. Bürgermeister könnte ich auch noch werden. Die trinken aber keine. Die essen keine Wurst und trinken auch kein Bier. Aber die können nichts und das kann ich auch. Ja, das stimmt. Und davon nicht zu wenig. Das stimmt. Könnt auch Politiker werden. Das ist im Prinzip dasselbe. Ja. Besten Voraussetzungen. Ja. Oh. Dafür musst du auf jeden Fall gar nichts können. Dann bist du der beste Kandidat dazu. Und am besten, du. Morgens nach dem Aufstehen bist du schon komplett ahnungslos. Dann bist du genau der Richtige. Aber wenn du dein eigenes Frühstück gemacht kriegst, dann ist gar nichts. Dann bist du schon überqualifiziert. Für die Politik. Frühstücke nicht. Bei mir gibt es jeden Tag Currywurst. Ja, das ist gut. Currywurst. Und Pommes. Ja. Und Weiß. Zumindest etwas. Ja, so eine, so wie sagt man, Manta-Platte. Ja. Ich glaube, ich bin zu schnell. Unglaublich. Das ist so ganz was Neues. Bist du das denn hin? Ich nicht, der Trecker. Das kann sein, ja. Ich hab mir ein neues Haus gekauft. Ja, Jungs, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Da ist ein Villa und Dreck dagegen. Was? Wer? Du, Otto? Ja, Otto, ja. Meins hat das Holzhaus hatte keine Fenster, da habe ich mir ein anderes gekauft. Container mit Fenster oder was? Nee. Doch schlimmer. Besser, das ist. Spitzdachvilla ist das sogar. Ach, du grüne Gott. Nach jedem Sturm liegt das oben im Wald. Ja. Oh, nee, du hast hier kein Zelt eingestellt. Eieiei. Aber da kann er jedes Mal am Sturm neu umziehen, das ist auch was, oder? Ja. Vielleicht irgendwann ist er ja weg hier. Irgendwann ist er komplett weg. Na gut, die Klamotten kann er ja noch in seiner Hütte stehen lassen, ne? Wenn ich weg bin, kann ich aber nicht mehr helfen. Ja, das stimmt auch. Ah. Das ist doof. Wenn er ja noch in der Feuerwehr sein will, dann muss er auf jeden Fall. Kannst ja eine Kette an dein Holzhaus bauen, dann fliegst du wenigstens schon nicht weg. Ali? Ja? Sag mal, ruf mal den Kuhbauern an und mach mal ein bisschen Stunk. Sagt der neue Bürgermeister wird ihm vorschreiben, wie viele braune und schwarz-weiße Kühe haben muss. Hier drauf reagiert. Ja, genau. Ich bin gleich wieder da. Ich rufe ihn mal an. Jo. U 96% habe ich drin.
Aber mit dem Häcksler sind wir zufrieden, Klaus. Ja, bestes. Also der Glashäcksler, der ist top. Hm. So wie die Mähdrescher und so, ja, die sind klasse, aber. Ja, ich weiß nicht, sonst haben wir keinen Glas-Traktor, aber. Ja. Aber der Xerion, also. Preis-Leistung, weißt du, der ist kacke. Da ist der Fendt 10-mal besser, ne? Ja, das stimmt, ja. Wir haben ja hier die Felder, was wir jetzt haben, die sind doch ein bisschen steil, gell? Und ja. Wir müssen diese alles hier wuppern und pflügen. Ja. Ey, keine Chance, der fährst du mit 5 Stundenkilometer hoch. Oh je. Aber. Wir sprechen noch von einer normalen Gruppe oder so, nichts so Mörderding. Da musst du mal mit dem Robertus reden, ich glaube, der hat auch einen Glas. Der zufrieden ist. Und hier, der Otto hat auch einen kleinen. Von da. Ja. Aber ich frage mich nicht, wie zufrieden sind damit, keine Ahnung. Ja, weil wir waren schon zuerst im Überlegen, wir kaufen sich einen zweiten großen Fendt. Ja. Aber jetzt wollen wir doch noch eins höher gehen und so. Jetzt haben wir ein bisschen fleißig gespart, die Aufträge haben es zugelassen. Okay. Und jetzt gehen wir auf Nummer sicher und falls wir doch ein bisschen noch größere Gerätschaften kriegen, dann wollen wir auf der sicheren Seite sein. Ne? Ja, aber mit den und den Xerion, da dürfen wir den noch nicht so lange haben. Wenn wir das dann schmeißen wir ihn jetzt am Markt. Ja? Und geben wir den Händler zurück und oder er kennt wen oder so. Wir haben ihm schon gesagt, 2 Wochen. Wenn er wen kennt oder so, er will sich ihn anschauen, dann kann er ihn gerne abkaufen. Ja. Und weil sonst. Dann habt ihr so Rien, oder so eine Mördermaschine haben. Ihr habt doch den einen Fan doch verkauft, den, was war das, 9er oder was war das, ne? Den 9er, 59er, ja. Genau, der hat hier, Andi hat ihn doch jetzt, ne? Ja, und jetzt haben wir den 1050er. Ja, und dann wollte er noch immer größer, was? Ja. Alter, geht er noch größer? Ja, da gibt's schon ein paar Gerätschaften. Na, ich bin jetzt so bewandert in dem. Da gibt's schon ein paar Dinge noch. Ah, okay. Dann bin ich mal gespannt, was das wird. Menes? Ja. Du? Gekocht. Ja. Ich glaube, der will die Bürgermeise am Strick hängen. Hat er angebissen? Ja. Okay, bin ich mal gespannt, wann ich den nächsten Anruf kriege. Die kommen demnächst hier mal hoch. Er kommt hoch. Ja. Okay, ja, dann müssen wir uns einfach lassen. Ich dachte einfach, vom Gemeinderat wird dann nichts durchgesickert, dann wird bestimmt eine geheime Abstimmung gewesen oder so. Jetzt kriege ich wieder was mit. Ole, rechte Silo für dich. Für mich? Ja, rechte Silo rechts rum. Und Otto, du musst rückwärts hier jetzt hoch, denn. Ja. Aber sag dann Bescheid, wenn du da bist. Ja. Ich bin doch hier. Ja. Ich bin jetzt bei 85%, 90. Ja, das hättest du ja auch nicht gedacht, dass du noch mitten in der Nacht heute arbeiten musst, oder? In der Nacht? Noch hellen Tag. Ja, warte mal ab. Ein bisschen haben wir hier noch zu kargen. Ja. So viel außer, ist immer. Ja, außer du musst noch mal los. Zu deiner Holden, Isolde. Nö, ich glaube nicht. Sonst die Geschäfte laufen? Ja, wie gesagt, ich muss nachher noch ein bisschen Verkauf, damit ich die Kohle zusammenkriege, wie das Korb, wo wir eben die Rede von hatten. So, ich fahre jetzt hier in das rechte Siebel, ne? Ja, rechts oder links an der Wand ist mir egal, welche Seite nimmst. Okay. Verhakt mit der Klappe da hinten. Das ist unmöglich. Ah, er hat mal einen Schubbogen genommen. Ja, das ist eine Idee, ne? Da
Sag mal, Olaf, hast du, ich habe jetzt also mal drüber nachgedacht, hast du Durchfall? Nee, noch nicht. Nicht, weil du hast ja eben gesagt, die Geschäfte laufen. Ja, ja. Das stimmt, ja. Aber nicht in dem Sinne. Ach so. Nee, nee, da läuft nichts. Ich hab gedacht, ich frag mal. Ist noch alles dicht, ja. Ja, ich habe gedacht, ich könnte mit deiner Wolle Geschäfte machen, aber das wird ja auch nichts. Wen? Mit deiner Wolle. Das geht nur direkt. Der Einkäufer macht das nur direkt. Direkt mit den Schäfern. Das war beim Andi auch schon so. Oh. Naja, man kann ihn überall die Finger drin haben. Ach, mit seiner Wolle! Mit seiner Wolle, ja, ja. Aber ich habe vor, der Hubertus hat doch, der will Pellets machen, ne? Ja. Da in den Handel will ich mit einsteigen. Wenn sich das da verkauft, weißt du? Ja, und was sollst du da mit reinbringen? Wenn nix, alles? Ich kaufe mir das ab. Was? Ja, er produziert es und ich kaufe es ihm ab und ich vermarkte das. Also ich habe mir im Prinzip die Rechte gesichert, als einziger zu sein, der die dann handelt. Weiterverkauft, was braucht raus. Ja. Oder halt eben, wenn jemand wie ihr jetzt sagt, ihr hättet gern natürlich Heupellets für die Schweinefütterung oder so, dann kann der dann bei mir wieder einkaufen, das ist kein Problem. Ja. Aber er darf es dann halt eben nicht selber verkaufen. Er muss über mich der Hauptexport muss über dich gehen, ne? Genau, richtig. Das ist ja bei uns ja auch. Ja. Bei euch das Geschäft ist ja super, da brauche ich ja gar nichts zu machen, wird doch zu cool, ne? Ja, ja. Muss wegfahren, ne? Wirklich 1%, ob wir es jetzt in dein Silo und du schmeißt es von dem Silo dann in die nächste Schacht, das ist doch. Ja, das ist ja nur Arbeit, ne? Cool, ja, solange das so geht, passt's, ne? Genau, solange außer passt, man. Ja. Wären mehr Bestellungen, so kleinere und verschiedene Kunden, ja, aber so. Ja. Ja, und der Wolle-Einkäufer will das halt eben so direkt. Wir wissen, mit wem was zu tun hat und dann, ja, wenn ich als Händler dazwischen stehe, ich kann ja auch nicht mehr sagen, dann von wem welche Wolle kommen. Ja, das stimmt. Also wenn jetzt, gut, jetzt haben wir nur einen Schäfer hier, da ging es noch, aber wenn jetzt aber mal Hubertus auch noch Schafe hätte oder ihr oder ja, dann kann ich immer sagen, welche Palette kommt jetzt von wem. Nee, das stinkende Viehzeug holen wir uns nicht. Nee, ich wollte nicht. Der Otto ist zufrieden mit seinem Schäfer. Wir hatten mal gedacht, ob wir uns noch Kühe irgendwie, aber. Naja. Das gibt doch eine Kollaber. Ja, dann ist der andere neidisch, weil wir bessere Kühe haben. Genau. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Däumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, ihr kennt das schon, kommt dann in unseren Teamspeak, können wir mit uns reden. Und denkt daran, Mittwochs ist Livestream. Mittwochabend, 20 Uhr. Voll. Facebook. Reinschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.